Moin Moin und willkommen zum Local Opening des Chaos Studio Hamburg an Tag 1 der RC3, der Remote Chaos Experience, now here, nowhere. Innerhalb kürzester Zeit, eher Stunden als Tage, haben ChaotInnen, also Wesen aus dem Chaos Computer Club hier in Hamburg, in Eigenregie, ehrenamtlich und angetrieben aus reiner Freude am Engagement und Spaß am Gerät, es geschafft, es nach 2020 wieder geschafft, der Pandemie im Realraum zu trotzen, um hier im Virtuellen eine ganze Welt aufzubauen. Und bevor jemand fragt, alle Anwesenden und HelferInnen der letzten Tage sind geimpft und täglich getestet. Wir haben CO2-Ampeln, tragen Masken, also bis auf wenige Momente. Die Fenster stehen regelmäßig auf für Durchzug und es ist zuweilen sehr kalt. Dass wir eine virtuelle Welt gebaut haben, ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn die Welt gibt es wirklich. Zwar nur zweidimensional, aber mit der realen Möglichkeit, sich zu begegnen. Herr Jitsi. Jitsi ist eine Videokonferenzsoftware, ist eines der vielen Open-Source-Werkzeuge, die hier wieder so kongenial miteinander kombiniert wurden. Dass über diese virtuelle 2D-Welt reale 3D-Menschen zueinander finden können. Und wer macht das alles möglich? Engel. Ja, die aus dem Himmel. Zumindest ist dies unsere Namenskonvention und hat sich durchgesetzt über die letzten Jahre, eigentlich schon seit Anfang an. Es gibt Green Room Engel, Signal Angel, auch die Awareness Engel sind im Falle eines Falles für dich da. Und dann die ganzen TechnikerInnen, die es möglich machen, dass wir uns gerade sehen, also ihr mehr als wir. SDB, hilf mir mal bitte, einen Eindruck davon zu bekommen, was wir eigentlich alles aufgebaut haben, was diese Technik macht und leistet. Ja, gar nicht so einfach. Im ersten Schritt ist es natürlich ganz einfach. Ne? Ich glaube, jeder kennt mittlerweile die Videokonferenzsoftware, sowas wie Jitsi oder BigBlueButton oder auch ein paar kommerzielle Alternativen. Da haben, glaube ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren viele Menschen Gelegenheit gehabt, damit zu arbeiten. Und damit kann man natürlich schon mal für einen kleineren Personenkreis mal eben so eine Konferenz, einen Vortrag machen. Aber unsere Zielgruppe ist ja für die Jahresendveranstaltung ein bisschen größer. Da braucht es auch ein bisschen mehr Power. Und da mussten wir dann dazwischen, zwischen der Videokonferenz, in die dann alle SpeakerInnen und Heralde reinkommen, da mussten wir noch was dazu bauen. Da verwenden wir auch wieder natürlich Open Source Software, OBS, das Open Broadcast System. Und da haben wir hier auch im Club, in den Clubräumen hier eine Menge Technik aufgebaut, so 5 oder 6 Rechner, die in verschiedener Form Videosignale bereitstellen oder auch wieder aufnehmen und einspielen. Das Ganze zusammenmischen und dann natürlich zum VOC, zum Video Operations Center, für das Playout ins CDN schicken. Ne? So, dass ihr also alle in dem Browser dann auch tatsächlich uns hier live zugucken könnt. Danke dir. Habt ihr das mit der Kamera eingefangen? Wie aufwendig das ist? Wie viel Kabel, wie viel Technik, wie viel Engagement da sichtbar wird? Wir sehen da die Regie, den Schneideraum, das Mischpult. Und so schön aufgeräumt. Stellvertretend für alle anderen Engel wollen wir die Translation Angel von C3Lingo noch explizit erwähnen, die auch diesen Satz hier jetzt gerade übersetzen. Wir finden es großartig, dass es diese, na, neudeutsch vielleicht, menschlichen Babelfische gibt, die die eine Sprache hören und eine ganz andere sprechen. Wenn ihr das gerade übersetzt, fühlt euch herzlich gegrüßt. Im Zentrum der Remote Chaos Experience stehen neben der Kommunikation miteinander vor allem die Talks. Interessante Beiträge von hochinteressanten Menschen.
Die Themen der Talks drehen sich dabei nicht nur um Computerdinge. Im Gegenteil. Wissenschaft, Gesellschaft, Kritisches, zudem Kunst und Kultur. So auch ein Chor mit einer geheimnisvollen musikalischen Botschaft. Es gibt also eine große Vielfalt von Vorträgen über alle Kanäle der RC3. Über alle 4 Tage bis zum 30.12. mal aufsummiert, mehr als 160 oder sind sogar schon 180 oder mehr. Die Highlights der Talks aus dem Chaos Studio Hamburg sowie alle weiteren Informationen von uns hier findet ihr auf unserer Website. Die URL unserer Website lautet hamburg.ccc.de. Be now here, nowhere else. Thank you.